Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal von zumfachwirt.de. In diesem Video besprechen wir die Ansoff-Matrix und wir gehen sie in wenigen Minuten so durch, dass Sie sie grundsätzlich verstanden haben. Wenn Ihnen das Video gefällt, drücken Sie auf Gefällt mir und abonnieren Sie den Kanal. Wir fangen an. Die sogenannte Ansoff-Matrix dient dazu, verschiedene Wachstumsstrategien zu entwickeln. Also man schaut, wie wollen wir als Unternehmen mit den Produkten, die wir haben oder noch entwickeln wollen, wachsen. Dafür gibt es dann diese Matrix. Man teilt erstmal den Markt, den man bearbeiten möchte, ein in einen bestehenden oder einen neuen Markt. Bestehend und neu kann man leicht anhand von, sagen wir mal, Drohnen erklären. Also Drohnen werden ja bald eventuell für die Auslieferung von Paketen und so weiter benutzt. Und das wäre definitiv ein neuer Markt, weil es da eben noch keinen Markt gibt, der sich erschlossen hat. Ein bestehender Markt wäre zum Beispiel der Markt für Autos, für Pkw. Denn den gibt es nun mal schon. Es gibt ja schon große Hersteller und viele Menschen haben bereits Autos. Das Produkt kann entweder bestehend oder neu sein. Unter bestehend sagt man eben, ja gut, wir haben jetzt dieses Produkt. Wie können wir es dafür benutzen, dass unser Unternehmen, unser Umsatz weiter wächst? Und neu wäre eben, wir sagen, wir wollen jetzt auch eine Drohne auf den Markt bringen. Und dementsprechend gibt es dann aus dieser Matrix heraus vier Möglichkeiten, wie wir eben das Wachstum erzielen können. Zum einen können wir, wenn wir auf bestehenden Märkten mit bestehenden Produkten Wachstum generieren wollen, dann müssen wir den Markt weiter durchdringen. Das heißt, wir müssen unseren Markteinteil erhöhen. Wenn wir auf einem neuen Markt mit bestehenden Produkten punkten wollen, dann müssen wir den Markt entwickeln. Und wenn wir mit neuen Produkten auf bestehenden Märkten aufschlagen wollen, müssen wir eben Produkte entwickeln, die neu sind, um diesen bestehenden Markt so weiter zu bearbeiten. Und wenn wir neue Produkte für neue Märkte machen wollen, dann diversifizieren wir uns. Das heißt, wir stellen uns auf weitere Beine auf und sind damit eben breiter aufgestellt, falls zum Beispiel eine Krise passiert. Wir gehen das jetzt Stück für Stück durch, damit es ein bisschen klarer wird. Also erster Punkt, Marktdurchdringung, wenn beides bestehend ist. Hier geht es um den Ausbau des Marktanteils auf einem bestehenden Markt. Dafür muss Konkurrenz verdrängt werden, die wiederum Kooperation, Fusion und mit Preiskampf reagieren kann. Das ist soweit klar, denke ich. Wir haben ein bestehendes Produkt, einen bestehenden Markt. Also was sollen wir damit machen? Wir müssen zum Beispiel, sonst macht es die Konkurrenz, mit den Preisen besonders tief gehen, damit die Leute zu uns kommen. Wir können genauso diese Mittel eben anwenden, die die Konkurrenz auch anwenden kann. Wir können zum Beispiel auch fusionieren. Das heißt, wenn ein Autobauer mit dem anderen Autobauer fusioniert, hat man die Möglichkeit, zum Beispiel die Marketingabteilung zusammenzulegen, die Fabriken gemeinsam zu nutzen und dadurch zum Beispiel Kosten zu sparen und die Preise senken zu können. Die Strategie der Produktentwicklung, das wäre neues Produkt auf einem bestehenden Markt. Ein neues Produkt wird auf einem bestehenden Markt eingeführt, zum Beispiel durch Innovation. Sie erinnern sich noch, früher hatten wir alle Nokia oder Sony Ericsson Handys. Da gab es keinen Touchscreen und man hat auch keine Apps gehabt. Dann kam eben Apple mit einer richtigen Innovation. Sie haben auf einem bestehenden Markt, nämlich auf dem bestehenden Markt für Mobiltelefone, ein neues Produkt entwickelt. Und zwar ein Handy, wo wir eben Apps haben, die wir im Grunde genommen wie einen Computer benutzen können. Wo wir Videos drauf schauen können, ins Internet gehen können, Fotos machen können, Musik hören können und so weiter und so fort. Das einzig Wichtige, was man dazu sagen muss, ist, weil es eben nicht in dem Bereich ist, wo man sich schon gut auskennt. Bestehender Markt, bestehendes Produkt, da kennt man sich gut aus, sondern es ist eben ein neues Produkt, eine Innovation, da muss man erstmal investieren. Und vor allem hat man ein Risiko, dass das, was man investiert hat, am Ende nicht wieder zurückkommt, weil es zum Beispiel ein Flop ist. Also das iPhone zum Beispiel hat jetzt Bedürfnisse befriedigt, die Menschen haben, aber ganz oft bringen Menschen oder bringen Unternehmen Produkte raus, die vermeintlich innovativ sind, aber eben vom Markt nicht angenommen werden. So gab es schon vor 80 Jahren oder so Elektroautos. Die wurden nicht angenommen. Jetzt fängt das langsam an. Also wurden in der Vergangenheit schon viele Investitionskosten eben versenkt. Dafür ist aber wiederum, das muss man dazu sagen, dann auch eine hohe Chance wieder da. Nämlich wenn man eine Innovation im Markt hat, muss die Konkurrenz erstmal nachziehen. In der Zeit kann man höhere Preise durchsetzen und eben sein Image aufpolieren als das Unternehmen, das für Innovation und tolle Sachen steht. Damit kommen wir zum dritten Punkt, Marktentwicklung. Das heißt, mit einem bestehenden Produkt einen neuen Markt erobern. Ein bestehendes Produkt wird auf einem neuen Markt, zum Beispiel Länder, Kontinente, Regionen, angeboten. Man
könnte auch sagen, das Internet ist ein neuer Markt, wenn man das möchte. Hier bestehen große Chancen, aber man muss auch sehr hohe Investitionen und Risiken eingehen. Wenn wir jetzt sagen, wir sind ein Autobauer und wir möchten meinetwegen anfangen, in Indien viele Autos zu verkaufen, dann müssen wir erst Fabriken dort bauen, müssen Geschäftsniederlassungen dort bauen, müssen Menschen einstellen, die den Verkauf organisieren, die auch das Zusammenbauen der Teile organisieren. Wir müssen Zulieferketten und so weiter entwickeln. Da geht eine Menge Geld rein und vor allem mit dem Risiko, dass aus irgendwelchen Gründen, vielleicht weil den Leuten das Design nicht gefällt, vielleicht weil sie die Marke nicht kennen, vielleicht weil sie mit der Marke nichts verbinden oder weil sie schon ihre Präferenzen bei Autos haben, dass da eben die Investitionen umsonst sind, weil man es nicht schafft auf dem Markt. Das heißt, hohe Chancen. In Indien leben zum Beispiel über 1 Milliarde Menschen. Das heißt, potenziell kann man da viele Autokäufer gewinnen. Aber das Risiko, wenn man sich da verkalkuliert und eben keine große Nachfrage da ist, dass man dann sein investiertes Kapital eben verloren hat, das ist natürlich entsprechend hoch. Dann die vierte Variante der Ansoff-Matrix, ein neues Produkt auf einem neuen Markt. Auch Diversifikation, also Risikostreuung genannt. Hier möchte das Unternehmen seine Risiken streuen, indem es neben dem Stammgeschäft noch etwas ganz anderes anbietet. Also ein neues Produkt auf einem neuen Markt. Man investiert also sowohl in ein neues Produkt, als auch in die Erschließung eines neuen Marktes. Das könnte zum Beispiel sein, dass Tchibo jetzt sagt, wir haben so viel Erfahrung mit Kaffee. Das heißt, wir fangen jetzt an, Kaffeemaschinen zu entwickeln und wir verkaufen die übers Internet. So, jetzt müssen die erstmal einen Internetversandhandel aufbauen, müssen da aufbauen, dass sie auch von den Kunden gefunden werden, müssen eine eigene Werbestrategie und so weiter machen und müssen halt vor allem die Kaffeemaschinen herstellen, was für Tchibo dann erstmal ein neues Produkt ist. Es könnte jetzt sein, dass die das alles schon längst machen. Ich weiß es nicht. Dann sehen Sie es einfach als Beispiel. Das Risiko ist hier am höchsten. Warum ist das Risiko am höchsten? Naja, wenn man weder von dem Produkt wirklich eine Ahnung hat, beziehungsweise man hat eine Ahnung, aber noch keine Erfahrung gesammelt. Wenn Sie sich vorstellen, dass Sie jetzt in Ihrem Unternehmen anfangen, Kaffeemaschinen zu produzieren, dann wird man in den ersten Jahren ganz viele Sachen lernen, die man erst lernt, nachdem man die ersten Kaffeemaschinen schon verkauft hat. Dann melden sich nämlich die Kunden und dann sagen die zum Beispiel, der Milchschäumer, wenn ich den meinetwegen länger als 1 Minute anlasse, dann schäumt die Milch über. Warum gibt es überhaupt die Funktion, dass ich den Milchschäumer länger aktiviert habe? Und dann wissen sie fürs nächste Mal, alles klar, muss ich hier überarbeiten. Jetzt kann es aber sein, dass ganz grundlegende Eigenschaften dann so schlecht sind, weil sie die Erfahrung nicht haben, dass dann das überarbeitete Produkt nicht mehr gekauft wird, weil die Kunden so unzufrieden sind. Also hier will ich nur sagen, hat man das größte Risiko, weil man weder bei dem Produkt Erfahrung hat, noch den Markt hinreichend kennt. Das war's zur Ansoff-Matrix. Ich hoffe, Sie haben es gut verstanden. Sollten Fragen offen geblieben sein, schreiben Sie es mir in die Kommentare oder per E-Mail oder bei WhatsApp. Sie finden mich auf zumfachwirt.de. Wenn Sie kostenlose Mindmaps für die verschiedenen Module der wirtschaftsbezogenen Qualifikation haben möchten, melden Sie sich bei mir, ich schicke Ihnen die gern zu. Ansonsten finden Sie auf meiner Seite auch komplette Videokurse, wo ich Ihnen alles einfach verständlich erkläre. Am besten wäre, wenn Sie sich auf meiner Seite zumfachwirt.de in den Newsletter unten eintragen und so kann ich mit Ihnen in Kontakt bleiben, wenn es Angebote oder neue Produkte gibt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Lassen Sie mir einen Daumen hoch da, abonnieren Sie den Kanal und ich wünsche Ihnen viel Erfolg für die Prüfung.